Hi, willkommen bei Grim Chill Barbecue Lifestyle. Euer Pit hier. Es gibt wieder mal ein Unboxing-Video. Ich habe hier den G620E von Grillfürst. Wollte den mal testen, habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von Grillfürst und Veganer Schreck in der Schweiz hier. Gibt es auch bald Grillfürst am Start mit einer großen Ausstellung. Circa Februar geht das los und ich mache euch mal einen Zusammenschnitt, wie wir den zusammenbauen und nachher testen wir den und brennen ihn natürlich ein. Let's go! Dann noch zum Grill selber. Wir haben 6 leistungsstarke Edelstahlbrenner, eine Hochtemperatur Infrarotbrenner Steakzone. Die ist auch höhenverstellbar auf zwei Höhen. Dann haben wir einen höhenverstellbaren Infrarotbrenner, niedrig und erhöht. Dann hinten haben wir einen Infrarot-Backburner. Für eine Rotisserie ist nicht im Lieferumfang dabei. Eine Sichtschutzscheibe im Deckel vorne für einfaches Kontrollieren des Garguts. Edelstahl Grillroste mit 8 mm Stegbreite, pflegeleicht und robust. Sehr massiv auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Oben haben wir auch aus Edelstahl einen Warmhalterost mit einer relativ guten Größe. Ein doppelwandiger Deckel inklusive Deckelthermometer, Brennerabdeckungen aus Edelstahl, unten drin die Fettwand, Fett auf
Fangschale ist auch aus Edelstahl. Dann seht ihr hier den Sicherheitsdruckregler mit Schlauchbruchsicherung, mit Gastro-Sicherheitsstandard, also theoretisch auch für Gastro, im Gastrobereich verwendbar. Dann haben wir Hauptbrenner, haben wir 6 Edelstahl-Stahlbrenner. Der Seitenbrenner ist ein Hochtemperatur-Infrarotbrenner, eine Steak Zone. Ein Heckbrenner ist drin. Leistung von den Hauptbrennern sind 21 kW. Seitenbrenner hat 4 kW. Der Heckbrenner hat 3,2 kW. Gesamtleistung also 28,2 kW. Sehr nice. Dann noch zu den Grillflächen. Wir haben eine Grillfläche in der Garkammer von 92 x 41,6 cm. Eine Grillfläche Seitenkochstelle 24,5 x 31,8 cm. Fläche vom Warmhalterost sind 85 x 17,8 cm. Grillrostmaterial Edelstahl 8 mm. Stegbreite. Der Infrarot-Seitenbrenner ist aus Edelstahl und Deckelhöhe ca. 26 cm. Maße vom Grill sind 157 x 57 x 116 cm, Höhe bei geöffnetem Deckel 144 cm und Arbeitshöhe 90 cm. Gewicht 71,5 kg, richtig massiv. Wichtig auch noch, es geht eine 11 kg Gasflasche in den Unterschrank rein. Wir haben ein Deckelthermometer, Zündungssystem für die Hauptbrenner. Sind Piezo-Zündungen. Für den Seitenbrenner haben wir eine elektronische Zündung. Beleuchtung ist auch drin. Bedienelement rot beleuchtet mit 4 3xA-Batterien. Der Warmhalterost ist aus Edelstahl mit 3 mm. Grillwanne ist emaillierter Stahl. Wir haben einen Besteckhalter in der Türe mit 4 Haken und einen Flaschenöffner. Und das Ganze habt ihr schon gesehen, wird in 3 Schachteln angeliefert. Ja, eingebrennt ist er nun. Das legen wir mal in ein Würstchen auf. Ja, wir haben wirklich einen wertigen Grill. Was ich mich noch drauf einlassen muss, ist die Scheibe. Bin ich skeptisch, aber wird getestet. Schön auch mit der Beleuchtung. 4 AA-Batterien, wie gesagt, unten drin. Wir haben seitlich einen Keramikbrenner mit 4 kW, auf möchte ich auf keinen Fall verzichten. Für Pfannengerichte, irgendwas warm machen der Pfanne, immer sensationell, kann man immer brauchen. Wie gesagt, 2 Stufen, einmal unten und wenn ihr es seitlich einlegt, seid ihr ein bisschen erhöht. Auch eine gelungene Sache, einfach gemacht, aber es funktioniert. Wichtig auch immer Leistung, für einen 10 Minuten auf 300 Grad und dann ging es ein bisschen langsamer hoch bis 350 und ich würde sagen, das reicht, hat eine gute Leistung, 6 Brenner drin mit viel Power, es raucht auch schon, ihr seht's. Würstchen mal wieder wenden, eine große Grillfläche, kann man auf jeden Fall machen. Optional gibt es einen Drehspieß, könnt ihr zusätzlich kaufen. Was bei mir nicht fehlen darf, ist eine Plansche hier aus Guss. Passt perfekt rein. Und da kann man hier leckere Burger machen und so weiter. Die Würstchen sind bald durch. Es gibt natürlich viele verschiedene Zubehörsachen noch dazu. Eine Abdeckung zum Beispiel ist immer gut, wenn der Grill draußen steht. Für mich ein Muss, stellt den Grill am liebsten unter Dach, dann habt ihr am wenigsten Probleme. Aber trotzdem, eine Schutzhülle kann man immer gut gebrauchen dazu. Ja, ein absolut wertiger Grill. Für 1099 Euro ist er bei Grillfürst erhältlich. In der Schweiz natürlich jetzt auch bei veganer-ch. Ab Februar heißt das vermutlich dann grillfürst.ch und ich würde sagen, wir testen mal eine Wurst. Wurzel. Ja. Würste kann er und was er sonst noch kann,
seht ihr in Zukunft. Hat mich gefreut, euch den zeigen zu dürfen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen, weil Däumchen werden Träumchen. Ein Abo nicht vergessen, Shop reinschauen, zwei weitere Folgen. Ballert die Kommentare voll. Was haltet ihr vom Grill? Schaut mal in den auf grillfürst.de. Da seht ihr alle genauen Daten noch. Also datentechnisch mega. See ya!